Mit der Software AG haben wir eine strategische Kooperation angefangen, weil wir glauben, in der Software AG den richtigen Partner dafür zu haben. Wir haben verschiedene Businessmodelle und verschiedene Ambitionen. Eine von unseren Businessmodellen ist, Service Provider für IoT-Lösungen zu sein, aber auch Service Provider für IoT-Plattformen zu sein. Und das wollen wir unseren Kunden anbieten. Wir sind als Telco eine der größten Telekommunikationsoperatoren in Zentraleuropa. Und dort glauben wir, das Geschäft mit der Software gemeinsam voranzukurbeln. Jede IoT-Lösung ist einzeln. Also es gibt keine IoT-Lösung von der Stange. Das heißt, wir haben einen Baukasten entwickelt, was uns erlaubt, für den Kunden Lösungen zu konfigurieren. Zum Beispiel Konnektivität anzubieten, Hardware anzubieten, auch Software zu entwickeln. Und das bauen wir für den Kunden spezifisch auf die Bedürfnisse von diesem Kunden. Und entsprechend natürlich auf die Bedürfnisse von dem Business-Vorgang, was der Kunde digitalisieren möchte. Cumulocity hat eine ganze Reihe sehr interessanten Funktionalitäten, auch eine ganze Reihe sehr interessanten Business-Modellen für uns als Service-Provider. Nummer eins, mit Cumulocity kann ich den Handelsweg von einem Connected Product abbilden. Was meine ich damit konkret? Ein Produkt, das in der Fabrik produziert wurde, zum handelsüblichen Stufen gebracht wurde und von dort wiederum zum Endkonsumenten gebracht wird, kann ich in Cumulocity sehr gut abbilden, ohne dass ich zusätzliche Programmieraufwand betreiben muss. Das heißt, es gibt einen Tenant, sogenannte Tenant, das ist ein Mandant, und jeder Kunde bekommt ein Mandant und dieser Mandant ist untermandantenfähig. Das heißt, ich kann die Konfiguration über die Handelsstufen erweitern. Ich kann dem Händler in Brasilien nur Zugriff auf die Daten von brasilianischen Kunden geben oder brasilianischen Geräten geben. Und dem Händler in Russland kann ich dann die Geräte in Russland über die gleiche Plattform zeigen lassen. Und dazu brauche ich keine Programmieraufwände betreiben und das ist sehr wichtig für uns. Damit ist es auch billiger für den Kunden. Wir haben momentan einige Kunden schon auf der Plattform und einige davon werden sehr wichtige Kunden im Bereich des autonomen Fahrens. Und mehr darf ich natürlich nicht erzählen, aber Cumulocity bietet genau diese Art von Flexibilität und Komplettheit, also holistische Lösung für diese Art von digitalen Geschäftsmodellen.